Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne die Minions aus dem Happy Meal von McDonald's vorstellen. Passend zum Kinostart gibt es ja die Minions jetzt praktisch überall in allen erdenklichen Formen und so gibt es sie hier auch in dem Spielzeug vom Happy Meal. Wir fangen mit der Happy Meal Tüte an. Die ist passend dann bedruckt zu den Minions und das ist hier so die Titelseite gelb-goldig gemeint. Hier haben wir dann nochmal den Hinweis, dass es ein Minion-E-Book gibt, was man sich dann noch downloaden bzw. dann halt ansehen kann. Und auf der anderen Seite befindet sich ein Popcorn-Kinogutschein nur für Cineplex und UCI. Also ich kann das sowieso nicht nutzen, bei mir gibt es Cinemax. Und was halt doof ist, man muss die ganze Pappschachtel mitnehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Gutschein, den man so raustrennen kann. Weil hier unten steht auch schon, Box wurde einmal eingelöst, muss da dann angekreuzt werden. Und hier sehen wir noch ganz nett ein kleines Puzzle, was man so raustrennen kann. Und das habe ich schon mal vorbereitet. Das geht auch relativ einfach. Die sind ziemlich gut ausgestanzt. Und dann kann ich mal das schnell fix zusammenpuzzeln. So soll das wohl ungefähr aussehen. Da sehen wir auch unten nochmal den Hinweis, dass man das so zusammenpuzzeln kann. Und das war's soweit zu der Box und dem kleinen Puzzle. Ein Hinweis noch. Die einzelnen Nummern von den Spielzeugen deuten nämlich darauf hin, dass wir wieder nicht alle bekommen haben. In den USA zum Beispiel gibt es viel mehr Spielzeuge. Hier sehen wir, es fängt zum Beispiel mit der Nummer 2 an und es gibt einfach gar keine Nummer 1. Und in den darauffolgenden Wochen gibt es dann zwar die weiteren Nummern, aber zum Beispiel explizit die Nummer 1 ist nicht dabei. Das ist so ein bisschen komisch und auch schade. Denn die Spielzeuge, die es dann in den USA gibt, sind natürlich noch wesentlich cooler einfach, weil man eine viel größere Auswahl hat und die auch eigentlich alle sprechen können. Also warum man hier jetzt dann für den deutschen Markt extra andere ausgewählt hat, um die nochmal extra zu produzieren oder den europäischen, liegt vielleicht an irgendwelchen Richtlinien, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ärgerlich, dass man hier mal wieder benachteiligt wird. Noch ein weiterer Hinweis, bevor es jetzt wirklich zu den Minions geht. Wer gerne die volle Minions-Ladung haben möchte, sollte am besten bei der Obstauswahl den Fruchtquatsch auswählen, denn hier sind auch nochmal Minions draufgedruckt. Nun kommen wir aber wirklich zu den Spielzeugen. Hier haben wir die Nummer 2, wie gesagt, die Nummer 1 gibt es ja seltsamerweise nicht. Und daher fangen wir nun mit dem Piraten-Minion an. Auf jeden Fall sieht er schon sehr gut thematisiert aus. Er ist ja auch nochmal extra geschützt in so einer kleinen Plastikumhüllung. Und dann werfen wir einen Blick auf den Beipackzettel. Und da sehen wir, das ist so ein Sprungding, der wahrscheinlich sowieso niemals wieder genauso landen wird. Wir können das einfach einmal ausprobieren. Man drückt den so ein bisschen runter. Und dann springt er halt irgendwie. Ja. Auf jeden Fall dreht er sich anscheinend einmal. Aber er landet nicht wieder auf seiner Plattform. Naja. Auf jeden Fall können wir ihn uns nochmal näher ansehen. Er sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Das Schwert zum Beispiel hat auch nochmal ein eigenes Muster. Und wenn wir uns den Move nochmal in Zeitlupe ansehen, dann sieht er einmal relativ misslungen aus. Können wir noch ein zweites Mal machen. Und da sehen wir, der landet zwar nie auf seiner Platte, aber immerhin schafft er praktisch eine Umdrehung. Das war es soweit zu dem Piraten-Minion. Kommen wir nun zu Nummer 3, dem Ägypter-Minion. Hier sehen wir auch nochmal die Nummer 3.
Und wie wir ja schon jetzt gemerkt haben, haben die Minions hier anscheinend wieder extra nochmal eine Spielzeugfunktion und brabbeln nicht so sehr, wie es das US-amerikanische Original tut. Wie wir hier sehen, soll der Minion anscheinend mit dem Hula-Hoop-Reifen sich bewegen. Und dazu drückt man auf seinen Kopf drauf. Ja, da blockiert wohl der eine Arm gerade etwas. Den ziehen wir einfach zur Seite. Die Arme scheinen sich ja auch voll bewegen zu können. Und dann kann man den Reifen drehen. Wenn wir uns die Figur nochmal näher ansehen, stellen wir fest, dass das auf jeden Fall wieder ziemlich gut gemacht ist. Die Farben sehen gut aus und man sieht auch, dass das Kleidchen, also der Rock, dann da nochmal extra so eine Fallstruktur hat, als ob das wirklich so ein Stoff wäre. Und die anderen beiden Minions können wir uns ja nochmal aus einer anderen Perspektive ansehen. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen besser. Kommen wir also als nächstes zu der Nummer 5, weil die Nummer 4 es erst dann ab dem 17.07. geben wird, der Urzeit-Minion. Das sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Und man merkt schon, dass auf jeden Fall alle Minions eine Figurqualität auch einfach haben, dass man die sich dann so hinstellen kann. Und der hier ist wie so das klassische Aufziehauto. Den kann man dann im Endeffekt einfach dann so ein bisschen durch die Gegend fahren lassen. Aber man merkt auch schon hier das Band zum Beispiel um seinen Kopf. Sieht auch so aus, als ob es eine Pflanze wäre. Hier hat so eine feine Struktur. Dann wollen wir den einfach einmal fahren lassen. Ein bisschen aufziehen und loslassen. Ja, das war es soweit zu dem Urzeit-Minion. Dann können wir uns als nächstes den Quasselbob ansehen. Das ist Nummer 6. Also hier ein Minion, der auch spricht. Der wird wahrscheinlich keine großartige andere Funktion haben. Genau, da macht man den Schalter an und dann quasselt er halt. Das eine Ärmchen hier kann man noch bewegen. Und seine Latzhose sieht auch sehr latzhosig aus. Und dann wollen wir uns mal anhören, was er zu sagen hat. Anscheinend gibt es da jetzt nicht noch verschiedene Sounds, die er machen kann, sondern nur diesen einen. Naja. Hätte man wahrscheinlich ein bisschen einen lustigeren auswählen können. Aber was soll's, Hauptsache er spricht. Und so sehen wir, es gibt ein Aufzieh-Minion, ein sprechender Minion, ein Hula-Hoop-Minion und einen Minion, der gerne mal etwas durch die Gegend springt. Bisschen schade halt, dass man hier nicht das Original wie in den USA hat, aber nichtsdestotrotz an sich sehr schöne Figuren. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Sammeln.